wirklich unsere Bedeutung ausmacht. Und das sind die Millionen arbeitender Menschen, die glänzend ausgebildet sind und immer besser ausgebildet werden müssen. Hier liegt der Grund, warum wir die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nicht runter wie die anderen gebracht haben, sondern gesteigert haben. Weil wir wissen, zukunftsfähig wird dieses Land nur, wenn die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, für Bildung und Ausbildung wachsen und nicht beständig zurückgehen. Wir haben 1 Milliarde draufgelegt. Wenn die anderen das 16 Jahre lang auch gemacht hätten, dann sähe es anders aus auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Es sähe im Übrigen auch anders aus im ländlichen Raum. Ich war eben vor dem Rathaus. Ein paar tausend Bauern, die um ihre Existenz bangen. Ich habe denen gesagt, ihr wählt zu 85% CSU. Da solltet ihr mal überlegen, ob das Sinn macht. Solltet ihr mal überlegen, ob das Sinn macht. Ihr tut das, habt die Schwarzen immer unterstützt und habt 16 Jahre lang erlebt, dass Helmut Kohl, dass Theo Weigel und Edmund Stoiber euch in die Situation gebracht haben, die ihr jetzt beklagt. Nicht wir haben hier regiert, sondern die haben regiert. Und ich sage den Landwirten, ich will um eure Interessen kämpfen, auch wenn ihr von der alten Feldpostnummer seid. Ich bin für Deutschland zuständig und nicht nur für eine Partei. Da will ich rumkämpfen. Aber die anderen, eure schwarzen Freunde, haben 17 Jahre lang dafür gesorgt, dass es euch nicht besser, sondern schlechter gegangen ist. Und sie haben dafür gesorgt, dass alles, was die Landwirtschaft betrifft, nur gemeinsam der 15 Partner mit den 14 Partnern zu ändern ist. Einstimmigkeit herrscht dort. Das haben Kohl und Weigel unterschrieben, nicht ich. Und die anderen haben Interessen. Und da muss man Kompromisse suchen, wenn man was erreichen will. Da nutzt es nicht, sich mit der Trillerpfeife hinzustellen, sondern da hilft nur, dass erkannt wird. Macht nichts, ich brauche keinen Taschenlohn. Dass man hier arbeiten muss in Bayern und dabei schwitzt, kann ruhig jeder sehen. Nur mit den Partnern, nicht gegen sie abstellen, sonst werden wir übergebügelt. Das sind doch die gleichen, die jetzt sagen, wir müssen das Geld, was wir nach Europa zahlen, wieder haben. Ja, Himmel, Donnerwetter nochmal, wer hat es denn dahin geschafft? Das war doch nicht ich, das war Helmut Kohl, der europäische Ehrenbürger, und Theo Weigel, der alles quergeschrieben hat. Die sind es doch gewesen. Stopft dorthin, wo sie hingehören. Das ist doch kein Zustand, wenn man glaubt, die Menschen hier in Bayern seien so einfach gestrickt, dass man binnen 3 Monate das vergessen machen könnte, was man 17 Jahre lang selber angerichtet hat. Das ist die für 4 Jahre. Aber klar wird sein, die Richtlinien der Politik bestimmt der Bundeskanzler und niemand anders. Worden. Eine Aschermittwochsveranstaltung kann auch über Politik gehen, muss sich nicht nur in der Beschimpfung der anderen, vor allen Dingen in der unfairen Beschimpfung der anderen ergehen. Auch bei einer Veranstaltung mit so viel 1000 Menschen muss man dem Gegner nicht die Ehre abschneiden, wie wir das gelegentlich hören. Wir werden uns daran nicht beteiligen, weil das unsere Sache nicht ist. Aber wer glaubt, die deutschen Sozialdemokraten, diese Regierung, der Bundeskanzler, der ließe sich gleichsam als Hauklotz stilisieren, auf die man...